eine von vielen Definitionen zum Aufbau von Tiki-Drinks sagt, sie beinhalten Rum, haben ein verwirrendes Geschmacksprofil und bestehen aus vielen Zutaten. Das ist oft so, aber nicht immer. Unser heutiger Drink beispielsweise verwendet Gin als Spirituose und hat eine eher kurze Zutatenliste, dafür aber einen langen und verwirrenden Namen. Wir machen jetzt den Humu Humu Nuku Nuku Apuaha. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der Humu Humu Nuku Nuku Apuaha ist der offizielle Fisch des US-amerikanischen Bundesstaates Hawaii und übersetzt bedeutet dessen Name so viel wie Drückerfisch mit dem Maul eines Schweins. Ob er den Namen zu Recht hat, das müsst ihr selbst entscheiden, aber auf jeden Fall ist dieser Fisch der Namensgeber unseres Drinks, der von Marco Valdo Dionysos zu dessen Zeit in der Smugglers Cove Bar in San Francisco kreiert wurde und dann 2016 erstmals im gleichnamigen Buch auftauchte. Das habe ich hier. Die Smugglers Cove Bar gilt als eine der modernen Tiki-Bars überhaupt und die Inhaber Martin und Rebecca Kate haben mit der Bar und ihrem Buch einen wesentlichen Beitrag zur neuen Tiki-Kultur mit vielen tollen Rezepten geleistet. Ich kann euch das Buch wirklich sehr empfehlen. Den Link zum Buch, zu den von mir verwendeten Werkzeugen und natürlich auch zu den Zutaten findet ihr im Beschreibungstext des Videos oder im hier jetzt verlinkten Tresenwesen Online-Shop. Apropos Zutaten, unser Cocktail kommt mit verhältnismäßig wenigen Zutaten aus, zumindest für einen Tiki-Drink. Wir haben Ananassaft, Zitronensaft, Mandelsirup, ein paar Bitters und natürlich den Gin. Ich werde heute den neuen Brewdog Lone Wolf Guave und Red Banana Gin verwenden. Lone Wolf Gins habe ich schon häufiger in meinen Videos eingesetzt, beispielsweise im White Wolf und im Cherry Pop. Die verlinke ich euch jetzt ebenfalls nacheinander hier oben. Ihr kennt die Flaschen, daher vielleicht noch im alten Design mit dem charakteristischen Wolfskopf. Das Design hat Brewdog inzwischen umgestellt, aber den kreativen und ungewöhnlichen Aromen bleibt man treu und der Guave und Red Banana passt mit der Geschmackskombination wirklich gut zu einem Tiki-Drink und ist insgesamt intensiv genug, um sich auch durchzusetzen. Diesen Gin bekommt ihr aktuell günstig bei Testillery und zwar dank des 10% Tresenwesen-Rabatts. Link und Gutscheincode inklusive Infos zur Gültigkeit im Beschreibungstext bzw. jetzt auch irgendwo hier eingeblendet und der Shop natürlich hier oben verlinkt. Ja, kommen wir zu unserem Drink. Der wird geshaked. Wir brauchen zunächst die Oberseite unseres Shakers. Und wir beginnen mit den Bitters. Davon zwei Dashes. Weiter geht's mit Ananassaft. Davon brauchen wir eine Dreiviertelunze. Die gleiche Menge auch von unserem Zitronensaft. Von unserem Orja, unserem Mandelsirup, brauchen wir eine halbe Unze. Ja, und dann kommt unser Lone Wolf, Guave und Red Banana und davon brauchen wir zwei Unzen. Wir schnappen uns die Unterseite unseres Shakers und da hinein kommt jetzt eine kleine Schaufel, also Drittel Schaufel Pebble-Eis. Wir geben die Flüssigkeiten oben drauf. Wir verschließen den Shaker und wir shaken das Ganze jetzt so lange, bis sich das Pebble-Eis aufgelöst hat. So, vom Eis ist nichts mehr zu hören. Wir schnappen uns ein Double Old Fashioned Glas und geben den Drink da hinein. Schön aufgeschäumt vom Ananassaft. Ja, und jetzt füllen wir das Ganze mit Pebble Eis auf.
So, als Garnitur erhält der Drink 3 Cocktailkirschen auf einem Pick und eine Orchideenblüte. Wir schauen mal, welche hier gut passt. Ich glaube, die hier ist ganz wunderbar. Und die geben wir jetzt hier noch so in den Drink. Und ich habe für euch den Humuhumu Nukunuku Apuaha. Ja, ich freue mich aufs Probieren. Jetzt habe ich hier noch einen Strohhalm. Das ist ein super schöner, eleganter, leichter Drink. Fruchtig, aber dabei überhaupt nicht Ananas betont. Das wird von der Zitrone und den Bitters super eingefangen. Der Mandelsirup bringt noch so eine süße Note rein, ohne den Drink insgesamt zu süß zu machen. Und vor allem der Gin kommt richtig gut durch und da ganz besonders die Guave. So ein bisschen auch die Banane. Übrigens eine rote Banane. Sieht so aus, falls ihr die noch nie gesehen habt. Die sind jetzt schon ein bisschen reifer. Wenn die frischer sind, ist das Rot noch ein bisschen intensiver, aber es ist so ein Braunrot. Schmecken nicht ganz so intensiv und ein bisschen erdiger als normale Bananen. Und ich finde, auch das schmeckt man hier noch. Der Drink ist extrem süffig. Und besonders diese Guave ist untypisch generell in Cocktails. Das macht den außergewöhnlich. Ich finde, das ist ein richtig schönes Ding. Ein anderer sehr schöner Cocktail von Marco Dionysos ist der Chartreuse Swizzle. Findet ihr auch im Smuggler's Cove Buch und mein Video dazu, jetzt hier oben, verlinkt. Ja, das war's für heute. Wenn ihr Lust habt, den Kanal zu unterstützen, dann schaut doch mal nach der Kanalmitgliedschaft. Die findet ihr unter dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Im Abspann gibt's weitere Videos mit Gin. Ich sag für heute danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers.